Petra Bayer, die entwicklungspolitische Sprecherin der SPÖ, ist nun an Bord. Danke, Frau Präsidentin. Ja, also die Gesetzesvorlage ist nicht schlecht. Die hat auch Schönheitsfehler, auf die komme ich noch, aber was das Problem ist, und das ist eh gesagt worden, sie kommt einfach viel zu spät. Ja? Es ist wirklich irre. Für einen gemeinnützigen Verein, der keine Rücklagen bilden kann und Liquiditätsprobleme hat, ist es ein Wahnsinn, bis in die Woche 12 der Corona-Gesetzgebung zu warten. Und es ist auch irre verwirrend gewesen. Es war ein ewiges Hü und Hot. Ja? Die ersten zwei Wochen im Bestehen des Härtefallfonds ist auf der Homepage gestanden, dass es eine Richtlinie für EPUs und NGOs in Ausarbeitung ist. Dann waren die NGOs auf einmal weg. Auf Reklamation sind sie dann wieder dort gestanden. Dann waren sie wieder da. Dann hat es schon eine gesetzliche Grundlage gegeben, wo klar war, sie kommen raus. Die WKÖ hat immer noch geschrieben, es ist eine Richtlinie in Ausarbeitung auf ihrer Homepage. Also es war wirklich, wirklich schwierig und verwirrend. Und ich habe meinen ersten Antrag im März dazu eingebracht. Also da hat es wirklich, es hat wirklich sehr lange gedauert. Ja. Was Sie nicht beantwortet haben, Herr Vizekanzler, das hat aber, glaube ich, noch niemand gefragt bis jetzt, ist, wann denn mit der Verordnung zu rechnen sein wird, weil das ist ja auch nochmal sehr relevant, weil erst dann kann es ja wirklich losgehen. Und was ich wirklich ersuche zu bedenken ist, dass die NGOs oder die MPOs, von denen wir jetzt reden, einfach unglaublich divers sind, ja, weil zwischen dem VVC bei mir in Favoriten oder dem VIDC als Kulturverein, dem Integrationshaus als soziale Einrichtung, dem Club der Behinderten und ihrer Freunde, den Freiwilligen Feuerwehren. Zu bedenken. Das macht mich bei dieser Verordnungsermächtigung ein bisschen stutzig, wenn da drinnen steht, dass es um maximale Anzahl von Dienstnehmerinnen, maximale Einnahmen und maximale Höhe vom beantragten Förderbetrag geben soll. Ja. Es gibt wirklich sehr relevante, gerade in dieser Krise jetzt sehr relevante, sehr große NGOs, wie die Volkshilfe, den Samariterbund, die Caritas, das Rote Kreuz, ja, die dürfen da auch nicht über die Klinge springen müssen. Und ein großer Teil derer Einnahmen kommt einfach aus Spenden. Nicht von allen, aber von manchen kommt ein großer Teil von Spenden, die jetzt vollkommen auch zum Teil wegbrechen. Also gerade Organisationen wie zum Beispiel von Licht für die Welt, die viele ältere Erlagscheinzahlerinnen haben, die jedes Monat auf die Bank gehen und jetzt halt in auf der Bank waren, die haben wirklich ein Problem jetzt und ich befürchte halt sehr aufgrund dessen, was wir jetzt gerade ausgeben, dass es noch eine Sparpakete geben wird und es darf dann aber nicht diese Not prolongiert werden in weiteren Budgets, wo Sparmaßnahmen dann auch wieder genau diese NGOs treffen. Also das ist mir auch wirklich sehr, sehr wichtig, darauf hinzuweisen. Mir ist auch wichtig, dass Sie in dieser Verordnung mitnehmen die Überlegung, dass es auch sehr viele Mehrausgaben gegeben hat, die es ohne Covid gar nicht gegeben hätte. Ja? Der Entwicklungshilfe, der Jugend eine Welt hat die Leute von der ganzen Welt einfliegen lassen, zurück nach Österreich, seriöserweise, guterweise. Aber das waren Kosten, die waren natürlich nirgendwo kalkuliert und nirgendwo auch vertraglich erfüllt. Und apropos Verträge, es ist so unglaublich relevant und es ist jetzt gar keine Förderfrage, ja, aber es ist so unglaublich relevant, auch Rechtssicherheit insofern zu geben, als dass ja viele ihre Förderverträge nicht erfüllen konnten. Ich sage jetzt mal, Bibliotheken konnten nicht offen gehalten werden, Veranstaltungen konnten nicht stattfinden. Und das geht von der Gemeinde über das Land, den Bund bis hin zur EU, wo es Verträge gibt. Und wo ich auch ersuche, dass die Bundesregierung sich bei der Kommission dafür einsetzt, dass da auch Flexibilität herrschen muss und Rechtssicherheit herrschen muss. Und zum Schluss, diese 700 Millionen, ich vermute, die basieren auf dem Rechtsgutachten von Professor Mayer von der WU, der kommt auf diese 700 Millionen. Mir macht das deswegen ein bisschen stutzig, weil ich weiß, dass alleine die Arbeitsgemeinschaft globale Verantwortung nur im Bereich der Entwicklungshilfeorganisationen und Katastrophenhilfeorganisationen selber mit einem Ausfall von 45 Millionen rechnet. Und die sind nicht einmal noch erwähnt im Mayer-Gutachten. Ja. Also ich bitte da auch wirklich flexibel zu sein mit der Zeit, was eventuell höhere Gelder betrifft, weil es ist wirklich notwendig. Es geht nicht nur um 250.000 Beschäftigte, es geht nicht nur um 2,6 Millionen Ehrenamtliche, es geht um die Identität und um die Kultur von ganz viel von dem, was Österreich ausmacht, mit dieser ehrenamtlichen Tätigkeit. Vielen lieben Dank. Das war Petra Bayer von der SPÖ. Und